Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, schau mal rein, die Fahrzeugvorstellung geht weiter. Wir haben uns ein neues Fahrzeug rausgesucht und diesmal ein Roadcamp, also ein Roadcamp Air von Pössl. Genau. Und wie der genau aussieht, wann sehen wir das? Nach dem Intro. Das Fahrzeug hier, der Roadcamp Air, kommt mit 6 Metern natürlich daher und wir haben hier die 140 PS Maschine drinne. Vorne das bekannte Cockpit dann dementsprechend von Citroën. Wir haben hier vorne erstmal die Möglichkeit natürlich was abzulegen, wieder die Jacken und so weiter, wie das oftmals so ist. Aber der Einstieg, muss ich sagen, oder beziehungsweise überhalb des Fahrers und des Beifahrers ist doch sehr hoch. Das ist ganz gut gemacht. Da finde ich, da stößt man sich nicht unbedingt den Kopf dran. Dann haben wir hier auf der Dinette-Seite natürlich ein tiefes Fach. Das ist wirklich sehr, sehr tief und auch sehr lang. Also auch dort kriegen wir natürlich gut Klamotten runter. Die Dinette ist dann auf dieser Seite. Hier drunter verbirgt sich dann auch nicht die Heizung, aber wir haben im Prinzip hier das Gestell und wir können dort auch Ablagemöglichkeiten. Vielleicht muss man ja noch irgendwas für die Markise oder irgendwas mittransportieren. Dafür ist das natürlich gut geeignet. Und auch ein Fach unterhalb, was wirklich sehr, sehr tief ist, finde ich. Also man hat das hier super gelöst. Ist zwar ein kleines Fach, aber dafür ist es sehr tief. Und von daher ist das auch vollkommen in Ordnung. Hier die Schlafmöglichkeit, die seht ihr dort an der Seite. Das heißt, man kann das Ganze wohl runterklappen und auch dort unten haben wir noch eine Steckdose. Im Eingangsbereich hier vorne, das muss ich euch mal zeigen, haben wir einen relativ großen Kühlschrank, der auch wieder zu beiden Seiten zu öffnen ist. Es ist ein Dometic-Kühlschrank. Die Größe, also Literanzahl, weiß ich aktuell nicht, oder weiß ich sie doch? Ja, doch, das sind fast 100 Liter, nämlich 98 Liter. Das finde ich natürlich echt eine Menge, das muss man schon sagen. Dafür haben wir natürlich keine Erweiterung der Fläche hier, aber die Ablagefläche für den Küchenblock ist doch, denke ich, noch relativ groß. Das Thermostat dementsprechend für die Truma-Heizung und das ist eine Kombination. Wir haben Gaskocher als auch Waschbecken in einem komplett drin. So, hier kommen wir zu der Bedieneinheit von Truma, das ist nämlich für den Kühlschrank und hier oben links haben wir die Bedieneinheit der Heizung. Hier haben wir die Heizung, da haben wir das Bedienpanel von Pössl, um halt auch sich die Anzeigen an Frischwasser und so weiter anzeigen zu lassen. Ein tiefes Fach überhalb der Küchen, überhalb des Küchenbereiches und hier haben wir noch Steckdose und den Lichtschalter, das wollte ich natürlich euch nicht vorenthalten. So, dann schauen wir uns das doch mal an. Absperrhähne für Gas und wir haben hier ein Raumbad. Eine Holzplatte da in der Mitte. Jetzt muss man natürlich sagen, die Holzplatte muss dann raus zum Duschen und dann kann man halt das Ganze auch hier schön zumachen. Also von daher gut gelöst. Jetzt habe ich gerade festgestellt, wenn der Schrank auf ist, passt das nicht dran vorbei. Es ist sehr leichtgängig übrigens. Also toll gemacht. Zack. Und dann zieht man sozusagen die andere Seite mit und so hat man ein komplettes Bad. Also das ist doch gut gemacht. Dann kann man das auch wieder auseinandernehmen. Ja, und dann müssen wir uns natürlich auch nochmal das Bad angucken. Das ist natürlich auch klar. Das Bad haben wir hier vorne. Wir haben ein Klappwaschbecken, was man dann dementsprechend hochklappt, um es dann im Prinzip wegzuklappen, um dann halt die Toilette zu benutzen. Ein Fenster zur Seite. Das finde ich gut zum Lüften. Dementsprechend kann man hier vorne den Bereich zumachen und dann kann der Briten auch abziehen. Ja, dann haben wir natürlich hier auch noch ein Fach, wo wir vielleicht Handtücher oder diverse andere Sachen hinpacken. Dort unten ist noch ein Fach. Und ich weiß nicht, ob man hier hinter noch was packen kann. Doch, da würden dann die Zahnbecher und so weiter stehen, weil das hatte ich eben gerade gedacht, oh, das vermisse ich hier so ein bisschen. Aber dafür ist auch gesorgt. Ja, die Halterung, um die Duschbrause, nämlich die vom Waschbecken, auch dort oben zu befestigen. Dann schauen wir uns doch mal den hinteren Bereich an. Wir haben hier ein Bett. Das Bettenmaß müssen wir jetzt einblenden.
Und ansonsten kommt der Pössl mit jeder Menge Staumöglichkeiten daher. Aber hier muss man natürlich aufpassen, das geht nicht beides auf, doch geht schon, aber man muss schon aufpassen, dass man natürlich sich nicht Kratzer dort reinholt. Man hat hier aber für gesorgt, dass man so eine kleinen Gummipuffer dort hat, um dass das nicht so anschlägt. Jo, das gleiche schauen wir uns hier an, auch dort ein tiefes Fach, also das geht bis hinten durch, das ist natürlich gut gelöst. Und zu dieser Seite haben wir auch ein Fach, was sehr tief ist und wo wir noch eine Menge reinkriegen. Also für die Größe nicht schlecht, würde ich sagen. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal draußen an. Ja, ich erzähle natürlich auch manchmal Quatsch. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich in dem Fahrzeug stand und gedacht habe, ist ja ein bisschen kurz. Es ist ein 540er hier und deswegen sieht der hinten natürlich auch ein bisschen kürzer aus. Wir haben noch einen riesen Ladebereich zwar, das muss man schon sagen, aber er ist natürlich auch ein bisschen schmaler oder ein bisschen nicht ganz so lang wie im 6 Meter. Das ist klar, ist ja der Länge geschuldet, aber ich glaube, hier kriegt man trotzdem eine Menge unter. Dann haben wir hier das Gasfach, das ist von hinten zu bedienen, das ist eine super Sache. Was ich noch entdeckt habe, sind hier oben noch Steckdosen. Und zwar einmal Normalsteckdosen und nochmal eine Doppel-USB-Dose. Machen noch nicht viele Hersteller, dass sie gleich Doppeldosen verbauen, finde ich super gelöst, denn das braucht man heutzutage. Ansonsten, der Heckbereich hat linke Seite ein Fenster, als auch rechte Seite ein Fenster. Und ja, zur linken Seite können wir uns auch nochmal anschauen. In der Mitte des Fahrzeuges, circa da, haben wir die Toilettenklappe und dann natürlich den Gasauslass, ist auch klar. Hier hinten ist auch noch für Strom gesorgt. Jo, ich zeige euch das Fahrzeug nochmal von der Seite. Das muss man sich denn nämlich auch nochmal dazu anschauen. Ja, klein und alles gut verstaut und gut drinne. Ich finde es sehr gelungen. Der Pössl Road Camp Air auf 5,40 Meter. Genau. Und dann aber mit einer 140 PS Maschine. Und jetzt kommt nämlich der Unterschied zu dem Video, was wir euch bestimmt, was wir schon gesehen haben mit dem Clever. Hier kostet. Der Clever Duo. 540. Dieser Wagen kostet hier, so wie er steht, knappe 62.000 Euro. Genau. Und der Duo, der war nämlich bei 46 oder 48.000. Genau. Also das ist natürlich klar. Kostenmäßiger Unterschied, aber dafür habt ihr auch hier ein bisschen größere Maschine drin. Ne? Also, genau, 20 PS sind halt 20 PS. Jawohl. So, das soll es aber schon gewesen sein. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, like das Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.